Ja, es hat eine Kollision. Ich kann nicht hochfliegen, wenn ich... Kann ich drauf landen? Haha, ich kann auf dem Geschenk landen. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen geil, ja. Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Ascended im Winter Wonderland Special, meine lieben Freunde. Hier müsste eigentlich jeden Augenblick gleich der Raptor Klaus am Start sein. Der müsste eigentlich jeden Augenblick gleich einschneiden. Es ist gerade 23.12 Uhr im Spiel. Und ja, das ist eines der beliebten Weihnachtsevents von Ark und das gibt es jetzt auch in Ark Survival Ascended. Ich muss aber sagen, ich bin schon direkt ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich sehe jetzt hier zum Beispiel keine Schneelandschaft. Also früher war es ja so, in dem Winter Wonderland, kann ich mich zumindest noch dunkel erinnern, in Ark, im normalen Evolve, dass die Landschaft sich mit dem Event auch verändert hat. Also, dass dann auch die Schneegebiete ein bisschen größer geworden sind, dass die so ein bisschen mehr, also, dass die normalen Bäume, glaube ich, auch tatsächlich schneebedeckt waren, auch wenn das jetzt vielleicht kein offizielles Schneegebiet war, aber das hatte halt alles so ein bisschen so einen Wintertönen gehabt. Das ist hier irgendwie alles gar nicht mehr. Das finde ich fast schon ein bisschen schade irgendwie. Das Ganze wird auch ein bisschen anders aktiviert als früher. Früher war das ja einfach nur ein Update, was gezogen wurde für das gesamte Spiel. Mittlerweile ist das irgendwie eine Mod, die man sich über die Modliste runterladen muss, ist aber anscheinend trotzdem offiziell, also es ist jetzt nicht irgendwie gemoddet von irgendwem, sondern das ist tatsächlich eine Mod von Wildcard, die man dann bei sich auf dem Singleplayer installieren muss. Und genau, und dann hat man dieses Event dann am Start irgendwie. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Raptor Klaus sich auch gleich bequemt. In einer Minute müsste es eigentlich soweit sein, dass er sich blicken lässt. Das müsste man dann hören mit einem Geräusch. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn der jetzt okay, er ist da. Aber jetzt ist die Frage, wo ist er? Jetzt muss ich ihn erstmal finden. Der fliegt jetzt irgendwo rum und verteilt seine Geschenke. Und ich weiß gar nicht mehr genau. Es ging, glaube ich, nur eine Stunde. Wenn mich nicht alles täuscht irgendwie. Eine Stunde, also Ingame-Stunde. Eine Ingame-Stunde ist der dann rumgeflogen und ist dann wieder verschwunden. Wenn die Mitternachtsstunde quasi vorbei war. Konnte man den irgendwie sehen, wo der war von Weitem? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Weiß auch gar nicht mehr genau, wie weit oben der rumgeflogen ist. Das ist alles so lange her, meine lieben Freunde. Aber die Musik ist schon mal cool, ja? Wie gesagt, schön wäre es halt noch, wenn die Bäume auch noch ein bisschen weihnachtlicher aussehen würden und so. Wie das halt früher so der Fall war. Das ist jetzt natürlich auch mit der dichteren Wolkendecke ist es natürlich noch schwerer, den zu finden. Ich flieg mal ein bisschen weiter hoch, weil ich glaube, der fliegt so ein bisschen über den Wolken auch, ne? Aber schöne Musik. Weihnachtsmusik, meine lieben Freunde. Genau, und an der Stelle natürlich wünsche ich natürlich allen schon mal... Da ist er, da hinten. Da ist er. Man sieht ihn also vom Weiten, okay. Ja, man sieht die Geschenke runterfallen, nice. Ich wünsche an der Stelle allen hier, die hier zuschauen, aber auch alle, die vielleicht nicht bei Ark zuschauen, denen wünsche ich es dann im Geiste. Frohe Weihnachten auf jeden Fall. Seid auf jeden Fall auch gerne am 27. Dezember auf Twitch dann dabei, wenn wir dann in den 12-Stunden-Stream reinstarten. Da könnt ihr gerne mit dabei sein. Da werden wir so lustig launige Spiele spielen wie Dyson Sphere Program. Wir werden Kerbal Space Program 2 spielen im neuen Update. Und wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen Cyberpunk wieder spielen. Und die diversen Überraschungen, die ich noch einsprengseln werde, die ich jetzt noch nicht ankündigen werde, ja. Genau, so jetzt gucken wir uns mal den Raptor Klaus aus der Nähe an. Da ist der Raptor Klaus. Wie sieht er denn jetzt aus mit der neuen... Oh! Das ist ja die Map-Grenze, um Gottes Willen. Die darf man, glaube ich, nicht berühren. Ich weiß nicht, irgendwer meinte, wenn ich die berühre, könnte es sein, dass ich instant sterbe. Da kommen wir ja gar nicht richtig ran an den Raptor Klaus. Na toll. Warte mal, ich kann ihn aber wenigstens durchs Fernglas betrachten. Da ist er, Raptor Klaus. Er fliegt durch die Map. Und es gibt 1, 2, 3 Rentiere.
Nicht schlecht. Mit seinem Raketenschweif, wie vom Elon Musk hier. Unglaublich. Wie so eine SpaceX-Rakete hat er so einen Schweif hinter sich. Gibt's da nicht. Frohe Weihnachten, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Und jetzt guck mal, wo fallen die Geschenke eigentlich runter? Genau, die muss ich ja eigentlich aufsammeln. Moment. Mal ein bisschen abtauchen, mal unter die Wolkendecke mal abtauchen. Da wäre ich beinahe in die Laserschranke reingeflogen, ey. Unglaublich. Nee, ich glaube, ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber irgendwer meinte irgendwie, dass die Map-Grenze einen jetzt umbringen kann an der Oberfläche. Da hinten geht ein Geschenk runter. Okay, dann gehen wir da mal jetzt hin und gucken mal, was in dem Geschenk drin ist. Also in den Geschenken konnte immer Kohle drin sein. Ich glaube, Mistelzweige. Und ja, halt Dinge halt. Coole Loots halt, ne? Cooler Loot. Und das ist jetzt bis zum 7. Januar auch aktiv. Ja, der Diplo hat das Geschenk schon gesehen. Hände weg, Diplo, das ist mein Geschenk. Boah. Okay, die Geschenke leuchten aber auch echt krass jetzt in der neuen Engine. Schon heftig. Yo, was ist da drin? Ganz viel komisches Zeug, was ich noch nie vorher gesehen habe. Moment. Alter Schwede, mal ganz kurz mal hochfliegen. Da ist irgendwie so eine komische, so ein komisches Symbol ist da drin. Warte mal. Irgend so ein Parasymbol habe ich da gerade gesehen. Aber das ist irgendwie wieder verschwunden, als ich es aufgehoben habe. Ich habe ja gar keine Hose an und das an Weihnachten. Unglaublich. Genau, 11 Mistelzweige haben wir. 6-mal Kohle. Und ja, hier, was ist das denn hier? Das schmeißen wir mal gleich hier alles mal raus. Irgendwelche Fundamente und so. Ja gut, das Polymer ist gar nicht mal schlecht. Muss ich mal jetzt so sagen. Ich muss mal mit dem Argen Tavis mal ein bisschen Stamina recken, sehe ich gerade. Aber vielleicht erstmal die anderen Pakete noch suchen. Die anderen müssten ja eigentlich, wenn der jetzt hier so in der Schneise geflogen ist, müssten die ja eigentlich... Raptor Klaus ist abgehauen, okay. Müssten die ja eigentlich so in der Verlängerung hier eigentlich liegen. Jetzt ist die Frage, bleiben die jetzt noch so lange liegen? So ein bisschen? Oder sind die jetzt vielleicht sogar schon verschwunden? Ich meine, der hat die hier so über dem Redwood gestreut. Wir können aber auch, wenn wir jetzt das nicht hinkriegen sollten hier, wenn wir jetzt hier nicht so viele hinbekommen, können wir natürlich über den Fotomodus die Zeit auch wieder ein bisschen vorspulen, dass wir den nochmal triggern. Also, dass wir ein paar Mal Raptor Klaus jetzt in der Episode haben. Und wer jetzt denkt, ja, jetzt fliegt er bestimmt die ganze Zeit offscreen durch die Gegend und macht ständig Raptor Klaus hintereinander weg mit seinem Fotomodus-Trick. Nee, das habe ich nicht vor, tatsächlich. Ich habe dafür auch gar nicht die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich jetzt vor Weihnachten auch noch andere Sachen zu tun, die ich dann doch lieber mache, tatsächlich, als da irgendwie ständig nur den Raptor Klaus zu triggern und dem hinterher zu fliegen. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt mal für das Weihnachtsspecial hier ein ganz nettes Ereignis eigentlich. Also ich habe jetzt hier keine weiteren Geschenke leuchten sehen. Ich meine, so krass wie die leuchten, sind die eigentlich ja schon ziemlich auffällig, wenn man in der Nähe ist. Die scheinen dann doch recht schnell wieder zu verschwinden, vermute ich mal. Boah, was ist das für ein Pteranodon da hinten? Guckt euch den mal an. Alter, guckt euch an, wie geil der aussieht. Ja, nimm den Kopf runter. Krass, aber er ist nur Level 10. Das ist mal ein Pteranodon, ich sag's euch. So, warte mal, der ist ja da drüben so im Bogen geflogen. Ich meine, ich könnte ihn jetzt, wie gesagt, nochmal triggern. Werde ich wahrscheinlich auch gleich nochmal machen. Dass wir ihn wenigstens einmal noch sehen. Mein Flieger ist halt recht langsam. Ich meine, ich überlege auch ehrlich gesagt gerade, ob ich das vielleicht nicht wirklich mit dem Pteranodon lieber mache. Hatten wir den Pteranodon nicht sogar hier in der Base jetzt abgestellt? Ich glaube, den hatten wir sogar hier. Sonst kann ich ja schnell auch mal rüberreisen zur Herbivoreninsel mit den Pteranodon schnappen. Und dann machen wir das mit dem Pteranodon. Weil mein Vogel braucht einfach zu lange zu den verschiedenen Stellen. Problem ist halt, ich muss mich nochmal ein bisschen leer machen, weil mein Pteranodon hat ja nicht so viel Gewicht. Das müssen wir ja auch berücksichtigen. Aber schönes Event. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wo ist dieser Yeti? Weil es soll ja noch irgendwie ein Yeti geben, aber da ist die Frage, wo ist der Yeti? Der Yeti ist ja eigentlich, oder der amerikanische Bigfoot, wenn man es genau betrachtet, der ist ja auch so eine Art Yeti, der wird ja im Redwood gesehen, normalerweise.
Und dann gibt es aber natürlich auch noch den Himalaya-Yeti. Und der ist ja eigentlich eher in Ark. Ja, eigentlich in den Höhlen. In den Eishöhlen. Da läuft der ja eigentlich rum. Und der soll auch Geschenke verteilen. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Krampus, der irgendwo rumlaufen soll. Aber da wäre jetzt halt auch mal die Frage, wo genau läuft der dann rum? Ja, wo taucht der auf? Raptor Klaus ist immer ganz gut zu lokalisieren, ja. Aber die anderen... Die anderen beiden, da weiß ich es gar nicht genau. Könnt ihr mir ja schreiben, vielleicht erreichen mich die Kommentare ja noch rechtzeitig, dass wir vielleicht nochmal eine kleine Weihnachts- oder Nachweihnachts-Session dann wahrscheinlich eher nochmal machen. Und dann nochmal gezielt nach dem Yeti und nach dem Krampus noch suchen. Ich glaube, Krampus war auf jeden Fall nicht bei den letzten Events dabei, die ich noch mitgemacht habe. Da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Beim Yeti weiß ich es jetzt nicht mehr genau. Da bin ich mir nicht sicher. Aber irgendwas soll da auf jeden Fall noch rumlaufen. So, dann landen wir gleich mal da und ich switch dann mal rüber zum Pteranodon. Oder vielleicht ist er auch hier direkt schon in der Base. Weil dann sind wir ein bisschen schneller. Da müssen wir hier nicht so langsam rumfliegen. Aber selbst der Tarpe Jara, wenn wir den jetzt hier hätten, wäre der schon besser als... Da wäre der schon besser als der... Argentavis. So, mal gucken. Alter, wer macht denn hier solche Geräusche? Cats haben wir hier. Wir haben hier den Affen. Katzen. Nee, sieht nicht so aus. Erzähl. Okay, dann muss ich da mal rüber wechseln, denn ich habe ja eh nur noch kaputte Klamotten eigentlich. Warte mal, dann nimm mal hier mal alles mal irgendwie in eine Kiste. Dann ziehe ich mir jetzt auch leichte Klamotten. Warte mal, das Fleisch. Ja gut, das Fleisch müssen wir auch weglegen. Das geht jetzt nicht anders. Genau, warte, das nimmst du mal auch alles weg. Guck mal, ist ja auch eh alles fast kaputt. Weißt du was, das lege ich jetzt einfach mal alles hier rein in die Dings. In die Schmiede, weil dann können wir es dann auch bei Gelegenheit gleich mal reparieren. So, und dann schwitzen wir mal rüber zur Herbivoreninsel. Travel to Simple Bed. Nice, so, ich hoffe, ich habe jetzt hier ein paar Klamotten irgendwo zu liegen. Müsste aber eigentlich, müsste hier überall eigentlich Klamotten haben. Guck mal, hier sind Klamotten, Handschuhe und so. Ja, machen wir das mal so mit ganz einfachen Sachen. Ist hier eine Hose dabei? Warte mal, da war noch eine Metallhose. Guck mal, das reicht doch. Jetzt ziehen wir uns jetzt mal alles an. Siehst du, da bin ich gut ausgestattet. Habe ich hier noch was zu essen? Ich habe hier, naja, nee. Das Prime-Fleisch werde ich jetzt nicht essen, glaube ich. Hier war nichts drin, oder? Nee, Waffen habe ich jetzt gar keine. Warte mal, gib mir da mal noch irgendwie was raus. Hier ist doch bestimmt irgendwie wenigstens eine Pike, genau. Gib mir mal die Pike. Eine Waffe, eine richtige krasse nehme ich jetzt nicht mit. Da bin ich nur wieder unnötig schwer. Guck mal, jetzt bin ich ja im Grunde eigentlich mega leicht. Und jetzt nehmen wir uns mal hier den... Ja, den Tarpe Jara. Komm, der kann am meisten noch tragen auch. Den nehmen wir jetzt. Vielleicht noch ein bisschen Fleisch mitnehmen und hier mal die Sachen mal rausholen auch. Und das Gammelfleisch mal wegschmeißen. Und die Rezepte, die brauchen wir eh nicht. Legen wir mal den Spaß hier noch ab. Und dann triggere ich nochmal den Raptor Klaus, indem ich jetzt dann den Fotomodus benutze, ja. Machen wir es mal mit dem Fotomodus. Ich glaube, das passt am besten. Guck mal hier jetzt. Tarpe Jara. Yes, guck mal, viel besser. Sind wir viel schneller unterwegs. Also, dann gehen wir in den Fotomodus und machen mal nochmal. Jetzt sind wir ja bei 3 Uhr. Wir machen mal 23 Uhr, genau. Und dann muss eine Minute vergehen und dann kommt er dann auch gleich. Sehr schön. Und wir fliegen jetzt einfach mal in die Mitte der Karte. Ah, jetzt ist mir natürlich kalt. Ich habe doch Fellhandschuhe und Fellschuhe an. Wie kann das eigentlich sein, dass mir jetzt kalt ist, frage ich mich. Oder ich hole mir jetzt schnell noch mein Fleisch im Redwood ab, dass ich wenigstens ein bisschen was essen kann. Ah, jetzt ist nicht mehr kalt, okay. In der Herbivoreninsel da drumherum, da ist es manchmal echt mega kalt. Ja, aber guck mal, mit Tarpe Jara macht das doch viel mehr Spaß gleich. Dann sind wir nicht so lahmarschig, da müssen wir nicht immer so 3 Stunden hinterherfliegen noch. Je nachdem, wo er jetzt auftaucht. Also man kann ihn so ein bisschen sehen am Himmel. Man kann ihn anscheinend auch von sehr weit weg sehen. Er ist halt so...
You are freezing. You should find some warmth immediately. Natürlich. Ich hätte mir vielleicht noch eine Fackel mitnehmen sollen. Komisch. Also die Temperatur scheint schon niedriger zu sein. Weil ich bin ja eigentlich ganz gut warm angezogen, so insgesamt. Und tight ist ja jetzt auch nicht gerade was, was einen nicht warm hält. Es scheint aber echt so zu sein, dass man schneller friert. Da wäre es jetzt natürlich noch geil, wenn jetzt auch die Texturen von den Bäumen entsprechend so ein bisschen winterlicher wären, noch wie damals halt. Aber vielleicht haben sie sich gedacht, das ist zu instabil dann vielleicht mit einem Texturswap, wenn man das dann einfach austauscht. Oder vielleicht ein zu großer Aufwand, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, wir müssen beim Tape Jara ein bisschen die Stamina im Auge behalten, tatsächlich. You are freezing. Jetzt mach mal halblang hier. Vielleicht finden wir ja in einem der Päckchen was zu essen. Ah ja, der Tape Jara hat ja jetzt auch gar kein Fleisch gehabt. Das habe ich jetzt gar nicht reingelegt. Ja, stimmt, das habe ich vergessen. Oh Mann. Okay, dann müssen wir gleich mal noch dem was zu essen besorgen. Weil der soll jetzt natürlich idealerweise nicht verhungern. Hier unten sind Paras, zum Glück. Tötet sie alle und aufessen, aufessen, aufessen. So, da haben wir schon mal was. Mal hier die ganzen kleinen Viecher mal wegmachen. Sehr schön. Siehst du, haben da gleich ein bisschen was. Und was ist hier drin? Vielleicht gibt es da Fleisch, warte. Nö, was ist das für ein Sattel? Journeyman Pachi-Sattel. Ja, das ist doch gar nicht. Ja, gut. Werden wir ein Pachi zähmen, mal gucken, ja. Für. Wäre mal interessant, mit Pachis einen Bossfight machen. Aber wir sollten vielleicht erstmal den Spinnen-Bossfight-Plan mal weiter durchziehen noch. Bevor wir jetzt hier noch krassere Pläne machen mit anderen Tieren. Das ist übrigens noch auf der Liste. Ich sollte vielleicht auch nochmal dazu sagen, Ark hat jetzt in letzter Zeit ein bisschen die... Habe ich ein bisschen weniger gemacht. Erstens, weil ich nicht so viel Lust hatte auf Ark. Und zweitens, weil viele andere Spiele jetzt Updates gekriegt haben, die auch ziemlich aufwendig zum Zeigen sind. Also Kirby Space Program 2 hat ja quasi einen kompletten Spielmodus bekommen. Dyson Sphere Program, ja, die Gegner halt, ne? Da muss man im Grunde ja eigentlich das ganze Spiel nochmal von vorne spielen. Und das ist halt einfach dann, da bleibt halt dann keine Zeit, ja. Da bleibt halt für Ark dann keine Zeit. Aber mal gucken, was das neue Jahr dann bringt, wenn dann auch so die ersten DLCs dann so aufschlagen. Scorched Earth und so soll ja noch kommen auch wieder. Und Aberration steht ja auch dann an. In Ascended halt. Die sollen ja dann alle kommen und da bin ich dann doch auch mal gespannt, wie die sich dann auch in der Unreal Engine anfühlen. So, jetzt müsste eigentlich Raptor Klaus sich gleich triggern. Ja, da ist er, pünktlich. Also erstmal schauen, wo er ist. Wo ist der Raptor Klaus? Die Wolken sind schon ein bisschen... Da hinten ist er, glaube ich. Ja, ja, doch, da hinten ist er. Hinterher! Da am roten Obelisken hatte ich ihn gesehen. Man sieht so ein bisschen so eine Silhouette da fliegen. Seht ihr das da? Links vom roten Obelisken, so ein Fleck. Da ist er, der Fleck. Der Weihnachtsfleck. Es ist der Weihnachtsfleck. You're freezing. Alter, wie kann das eigentlich sein, frag mich. Jetzt, weißt du, das ist so passend. Pünktlich vorm Weihnachtsevent, wo es überhaupt nochmal richtig kalt wird auf der Karte, macht Spielmeer seine Fellrüstung kaputt, seine gute, die ihn vor Kälte schützt. Das ist auch wieder super Timing. Super Timing. Da ist schon das erste Geschenk. Ich halte jetzt mal nicht auf den Raptor Klaus zu, sondern auf das Geschenk. Damit wir die nicht aus dem Augen verlieren jetzt. Damit wir die schön abgreifen können, wenn er sie droppt. Da hat er schon das nächste gedroppt, glaube ich. Da leuchtet es schon bei ihm. Ja, viel besser mit dem Tape Jara. Mit dem Argentavis würde ich da jetzt voll langsam hinterher krepeln. Das wäre jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. So, immer auch mal gucken, was er macht. Ob er wieder was abwirft. Er hat doch nicht... doch, da ist es, genau. Habe ich mich doch nicht verguckt. Ich dachte gerade, ich hätte mich verguckt. Hinter den Wolken sieht man die Geschenke nicht so.
Da sieht man die nicht so, da muss man schon dann genauer hingucken auch. Ja, da kommt eins runter. Kann man die eigentlich auch aus der Luft greifen? Ich glaube, da unten... Ah, nee, okay, nee, das ist vom Obelisken. Ich wollte gerade sagen, da unten ist schon eins. Nee, das ist vom Obelisken, so ein Leuchtstreifen. Kann man die Geschenke eigentlich auch aus der Luft graben? Hä, ist das verschwunden? Hä, das ist verschwunden. Das ist einfach weg. Ja, das ist weg. Lol. Wie? Kann ja wohl nicht wahr sein. Oder bin ich jetzt einfach... Moment. Bin ich jetzt einfach bescheuert? Nee, das ist verschwunden. Ich schwöre. Okay, dann... Sauerei. Hä, aber da fällt noch eins von oben runter. Komisch. Vielleicht muss man einige jetzt auch aus der Luft greifen. Wer weiß. Warte mal, der Tabajara hat gleich keine Stamina mehr. Wir müssen mal ganz kurz mal die Stamina aufladen. Sonst ist hier bald Ende mit Raptor Klaus. Sonst heißt das dann Raptor Klatsch, wenn wir dann runterklatschen. Lade ich mal auf. So, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Hinterher! Da kommt es runter. Es ist natürlich die Verlockung, groß mal sich draufzustellen. Kann ich mit dem Tapajara dagegen fliegen? Warte mal, hat das überhaupt eine Kollision? Ja, es hat eine Kollision. Ich kann nicht hochfliegen, wenn ich... Kann ich drauf landen? Haha, ich kann auf dem Geschenk landen. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen geil, ja. Nicht schlecht. Ja, dann muss ich das eigentlich auch aufmachen können, wenn es runterfällt. Dann war das andere vielleicht dann schon in der Luft despawned irgendwie. War der Timer wahrscheinlich abgelaufen, schätze ich mal. Okay, gut. Oh, weil es landet im Wasser. Oder? Naja, nee, hier so drauf. Bleib liegen. Hä? Was? Wie? Was soll denn das? Ah, da. Kann man da... Kann ich da landen? Warte mal. Lande mal hier. Müssen wir schauen. Warte, spring mal hier rüber. Na, nimm es schnell. Es war gerade schon kurz vorm... Habt ihr das gesehen? Das war kurz vorm Zerbröseln gerade, Alter. Da war der Streifen schon fast abgelaufen. Okay, eine Mastercraft Crossbow. Also es ist schon auch ein bisschen eine Herausforderung jetzt, wenn der Timer so schnell abläuft. Muss ich jetzt mal sagen. Dann muss man ja wirklich bei den Geschenken direkt drauf landen quasi, damit man es noch erwischt. Hinterher! Schnappt euch die Geschenke! Was war das gerade eigentlich für ein Geräusch? Ah, eine Rhinognata da unten. Oh Gott. Ja, Moment mal, Rhinognata. Okay, da müssten wir eigentlich mal gucken, was die für ein Geschlecht hat. Wenn das eine weibliche ist, dann müssen wir die nämlich mal jetzt dann auch mal in Angriff. Das wollten wir auch machen, ey. Alter, ich werd wahnsinnig, was wir alles machen noch. Aber so gehen uns wenigstens die Ideen dann fürs neue Jahr nicht aus. So, da vorne, da vorne, da vorne. Schnell. Ja, ohne, also mit Argentavis hätte ich ja, glaube ich, keine Chance. Da würden die viel zu schnell verschwinden wieder. Schnell. Nimm es, nimm es, nimm es. Was ist denn das da für ein Symbol? Earn XP from Alpha Creature Kills when equipped to increase level and earn additional max level for your survivor. Was? Additional max level? Additional max level? Also quasi mehr Level. Für mein, weißt du was? Ich bin auch so ein Experte. Ich habe doch einen Freier Curry da auf der letzten Zahl. Auch geil. Hätte ich die ganze Zeit schon nehmen können. Spielbär, du bist Profi. Absoluter Vollprofi bist du. Hey, wieso hatte ich das? Ich hab doch alles abgelegt eigentlich, als ich von Bett zu Bett gesprungen bin. Ist ja komisch. Geschenk voraus, schnell zum Geschenk. Das ist mal eine Geschenkejagd hier, ich sag's euch. Wie lange hat er noch, der Raptor Klaus? Der ist ganz schön lange am Start, oder? Das ist länger als nur die Mitternachtsstunde. Dann ist der ja bis 2 Uhr oder so aktiv mindestens. Krass. Habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass der so lange durchmacht einfach. So, jetzt Achtung. Das ist hier der Vulkan. Da wird ja dann wieder hier geschwitzt wahrscheinlich. Obwohl, nee. Was?
War das jetzt ein Raptor, der hier ist? Ah ne, das war der Raptor-Klaus. Okay, gut. Was haben wir? Was ist das? Earn XP from Alpha Creature Kills when equipped to increase level and earn... Okay, also wenn ich Alpha-Kreaturen töte, kriege ich zusätzliche Level. Aber was heißt denn das jetzt? Was sind das eigentlich? Journeyman Lens. Okay, keine Ahnung. Was heißt denn das jetzt? Wenn ich jetzt Alpha-Kreaturen töte, also ich selber oder mein Tier? Das ist jetzt so die Frage. Gilt das auch, wenn ich das mit dem Tier mache? Also wenn ich von meinem Tier aus Alpha-Kreaturen umbringe? Das wäre jetzt mal noch eine spannende Frage. Da hinten fällt noch ein Geschenk runter. Der Wahnsinn. Und da ist noch eins, da oben. Am Berghang. Moment, das holen wir uns jetzt noch schnell. Jetzt ist es verschwunden. Ist schon verschwunden oder ist es jetzt wegen dem Vulkan verschwunden? Das ist... Ah, nee, es ist noch da. Moment, da müssen wir jetzt gucken. Ich fliege einfach drauf zu. Hier leuchtet noch irgendwas. Ja, das verschwindet hier wegen dem Vulkan. Das... Nimm es. Okay, keine Ahnung, da war noch ein Symbol gerade drin. Keine Ahnung, was das andere Symbol jetzt genau bedeutet hat. So, Moment, hier war irgendwo gerade noch ein Geschenk gewesen. Wo ist denn das jetzt wieder? Da unten. Hä, und da hinten rechts ist ein roter Loot, oder? Ich glaube, ja. Was kann ich denn jetzt eigentlich nochmal mit der Kohle und mit den Mistelzweigen nochmal machen? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, da konnte man spezielle Weihnachtssachen craften irgendwie. Da konnte man, glaube ich, so Weihnachtsdeko draus bauen irgendwie. Ich weiß das aber nicht mehr genau. Das ist so lange her, ich sag's euch. Oh, ein Schwert. Hey, ich habe noch kein Schwert. Das ist cool. Ich habe noch kein Schwert und es ist ein 158% Schwert. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das jetzt unbedingt besser ist als die Lanze, also die Journeyman-Pike. Und ich habe einen Blueprint für eine bessere Ghillie-Hose. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, meine Ghillie-Hose war nur grün, die ich hatte. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da hat der Raptor-Klaus ja schon uns ein bisschen was beschert jetzt. Nicht schlecht. War schon eine gute Bescherung bisher. So, ich sehe jetzt hier kein weiteres Geschenk. Das Leuchten sieht man ja schon von recht weit weg. Wenn ich jetzt hier nichts sehe, dann dürfte da eigentlich auch nichts mehr sein. Ja, dann würde ich sagen, triggern wir den jetzt einfach nochmal. Aller guten Dinge sind drei, nicht wahr? Machen wir mal hier wieder Time of Day 23. So, ich bin gespannt. Wir wollen das ja hier auch ein bisschen auskosten. Wo war denn jetzt der rote Loot? Warte mal, gut, wenn ich jetzt zum roten Loot fliege, dann muss ich erst wieder ewig zurück, wenn ich zum Raptor-Klaus will. Ist der überhaupt noch da, der rote Loot? Er ist hier vorne direkt, kann das sein? Oder ist er auf... Ah, nee, der ist auf Kano Island. Das schaffe ich, glaube ich, nicht, bis der Raptor-Klaus kommt. Ja. Ja, wird halt knapp, ne? Wenn der Raptor-Klaus auf der anderen Seite der Karte auftaucht, dann schaffe ich das nicht. Ach. Ja, aber eigentlich sind die Chancen... Ja... Ich versuche es einfach. Komm, spiel mir jetzt, spring dahin, komm. Mach es. Tu es. Vielleicht haben wir ja Glück und der Raptor Klaus taucht hier in der Gegend auf. Der war ja jetzt erst da hinten. Da wird er wahrscheinlich nicht wieder beim roten Obelisken sein jetzt. Vielleicht taucht er im Schneebiom auf. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, dass die Umwelt sich nicht verändert hat irgendwie im Winter Wonderland Event. Das war immer irgendwie cool, wenn dann wirklich so die halbe Karte war es, glaube ich, mit Schnee bedeckt war irgendwie. Und leider haben sie das diesmal irgendwie nicht gemacht. Oder der Shader hat nicht funktioniert. Wie gesagt, bei einigen Bäumen hatte ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, als wäre da irgendwie leicht Schnee drauf. Aber das bekannt... Nein, er ist verschwunden. Okay, dann fliegen wir wieder in die Mitte der Karte. War doch klar, dass der jetzt verschwindet. Egal, wir haben ja jetzt die Geschenke vom Raptor Klaus. Die sind ja auch eigentlich... Das sind ja im Grunde eigentlich rote Loot Drops. Vom Inhalt her ist es ja ungefähr so. Dann müssten wir ja dann eigentlich auch noch... direkt Alphas töten, ne? Aber ich verstehe irgendwie nicht, warum sind denn diese Alpha-Boni, die wir da bekommen, warum sind das so unterschiedliche Symbole? Warum ist denn das nicht immer dasselbe Symbol? Irgendwie checke ich das nicht so ganz. Oder gibt es jetzt auch Alpha-Kreaturen je nach Symbol? Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz mit diesem Alpha-Bonus. Und wir haben ein Polarlicht, nice. Sieht auch cool aus.
Ist das eigentlich eine Lichtquelle? Nee, ne? Da würde man ja grün angestrahlt werden müssen. So, dann mal kurz Stamina recken und dann müsste gleich eigentlich schon wieder der Raptor Klaus starten. In jedem Augenblick, ja, in 20 Sekunden oder so. Da hinten ist ein gelber Loot. Ja. Ich glaube, gelb lohnt sich jetzt tatsächlich gar nicht so in Relation zum Raptor Klaus. Aber ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung, weil vielleicht kommt er ja jetzt eh gleich hier in der Gegend. War der nicht irgendwie immer so in einem bestimmten Muster auch immer auf der Karte aufgetaucht? War das nicht irgendwie im Uhrzeigersinn oder gegen des Uhrzeigersinns oder so? Oder war das random? Ich weiß das nicht mehr, ey. Jetzt kommt wieder die falsche Erinnerung. Wie gesagt, ist über 5 Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Weihnachtsevent überhaupt noch so verfolgt hatte, was da kam, als ich das noch gespielt habe. Also Ende 2018. Ich glaube, da hatte ich gar keine Zeit fürs Weihnachtsevent, ey. Ich schwöre. Ich glaube, da haben wir irgendwie, da waren wir in Extinction, glaube ich, und so. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, hier sind natürlich U-Tyrannen. So, gleich müsste er kommen. In 3 Sekunden oder so. Ich gucke jetzt aber trotzdem mal noch schnell hier rein, was in dem roten, in dem roten, genau. Spielbär ist farbenblind geworden. Da ist er. So, warte, wo ist er? Genau, das ist die Frage. Wo ist er? Über mir? Okay, jetzt sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Warte mal, da hinten ist irgendwas Rotes. Achso, das wird wahrscheinlich der rote Loot sein. Der rote Obelisk meine ich. Okay, ich gehe jetzt rein schnell. An den gelben Loot. Gucken wir mal, was da drin ist. Lande mal bitte. Was ist das für ein Sattel? Ich glaube, ein Plesi-Sattel ist das. Da leuchtet irgendwas am Berg. Ich weiß nicht, ob es ist, aber irgendwas leuchtet da hinten im Schneebiom. Na toll, im Schneebiom. Aber gut, ich habe ja Fryer Curry genommen noch. Das hält ja noch eine Weile. Also entweder ist es da der Obelisk, der da leuchtet, oder ist es ein Geschenk vom Raptor Klaus. Ich sehe ihn leider durch die dicke Wolkendecke nicht. Verdammt, hier ist auch immer so schnell, zieht hier immer so schnell alles zu. Da sieht man das natürlich alles noch doppelt schlecht. Ich glaube, das ist kein Geschenk. Das ist der Lichtstrahl vom Obelisken gewesen. Toll, Fake-Geschenke. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Hä, der ist wieder da hinten. Da ist er. Er ist wieder an derselben Stelle aufgetaucht. Toll. Der Raptor Klaus ist ja mal voll unkreativ. Der taucht einfach wieder an der gleichen Stelle auf. Der hat sich wahrscheinlich gesagt, ach naja, wenn du mich so oft triggerst, dann komme ich einfach wieder an derselben Stelle. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre vielleicht schlau, das mit Fallschirmen zu machen. Dann könnte man sich gleich auf die Geschenke draufsetzen, die aufmachen, schnell alles rausnehmen und dann mit dem Fallschirm nach unten segeln und den Tabejara dabei auf Folgen pfeifen. So, ich gehe jetzt mal zu dem Hintersten erstmal direkt. Ah, Moment, da war die Rhynognatha noch gewesen. Da müssen wir aufpassen, ey. Das wäre jetzt so ein schönes Weihnachtsbescherung. Rhynognatha Angriff. Und der Tabejara ist dann tot. Aber ich glaube, naja, so schwach wie die bisher waren, da müsste das schon eine sehr hochlevelige Rhynognatha sein. Die waren jetzt bisher nicht so krass. Also ich habe so den Eindruck, dass ich die immer relativ schnell besiegt hatte. Allerdings war das auch mit dem Ketz. Und nicht mit dem Tabejara, nicht wahr? So, hier kommt eins runter, vorne im Redwood, da hinten. Da ist nochmal eins, da ist nochmal eins. Ja, dann wahrscheinlich wieder an derselben Stelle am Vulkan, schätze ich mal. Es ist ein bisschen versetzt diesmal, ist ein bisschen weiter nach vorne versetzt. Ja, da haben sie gerade geblitzt. Was ist da los? Geblitzdingste Geschenke. Das andere ist da hinten schon runtergegangen. Das wird wahrscheinlich wieder so in der Nähe von diesem See sein. Und das da ist in der Nähe von der Rhynognatha. Na, das kann was werden.
Vielleicht sollte man lieber auf das Geschenk verzichten. Wir müssen ja nicht jedes Geschenk annehmen. Man kann Geschenke auch wieder zurückgeben. Habe ich gehört. Vor allem, wenn sie im Sumpf landen. Okay, ich probiere es jetzt einfach. Ist die Rhynognatha in der Nähe? Sieht man die irgendwie hier? Kann ich überhaupt landen? Ach ja, komm, Spiel, probieren das jetzt. Was ist jetzt? Moment, wo ist denn das jetzt eigentlich genau? Ich sehe das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Ist es hier im Stein? Wo ist es denn? Gott, ich sehe nichts. Wo ist es? Wo ist dieses Geschenk? Ich sehe es leuchten. Ich glaube, das steckt da irgendwie im... Ach komm, weißt du was? Das ist mir jetzt hier zu frickelig. Ey. Ich sehe das nicht. Ey. Das steckt da irgendwo mittendrin in irgendeinem Stein oder in irgendeinem Baum oder so. Keine Ahnung. Das ist mir jetzt hier zu viel rumgefrickelt. Da gehen wir jetzt mal schnell ins Redwood und holen uns schnell das noch ab. Da fällt das... Ey, das kann aber wirklich passieren, dass die so halb im Stein drin stecken, glaube ich. Dass man die dann da gar nicht rauskriegt. Hier, guck mal, das sieht man schön. Das sieht auch nice aus hier. Schön im Wald. Und das ist ganz viele Armbrüste und sowas irgendwie, ne? Also auch Blueprints. Plesiosaurus-Sattel. Ah, das sind Gilly-Schuhe. Das ist natürlich auch nice. Ist hier ein roter Loot gerade? Warum leuchtet... Achso, nee, das ist der Obelisk. So, jetzt schnell hoch wieder und gucken, wo das andere noch runtergeht. Das andere war, glaube ich, auch hier in der Nähe runtergegangen. Was für eine Schnitzeljagd. Ja, da hinten sehe ich es, glaube ich, sogar. Was für eine weihnachtliche Schnitzeljagd. Ich sag's euch. Ah, Kuchen. Ah, das ist gut. Warte, den packen wir gleich mal in Tafel Jara rein. Und das Fleisch auch. Dann können wir da vielleicht... Dann haben wir da vielleicht noch was davon dann. So, da sind noch mehr Geschenke. Mal hochfliegen und mal gucken, wo es leuchtet. Okay, da vorne kommen richtig viele runter. Krass. Wenn wir uns da beeilen, schaffen wir das noch. Da ist eins am Hang. Ist ein bisschen weiter unten diesmal. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen günstiger jetzt. Komm schon, gib Stoff. Zieh durch. Na, mein freier Curry ist gleich abgelaufen. Verdammt. Mist. Raptor Klaus ist abgehauen. Da vorne sind 1, 2, 3, 4 Stück noch. Ey. Mal gucken, ob wir die noch erwischen jetzt. Bin ich gespannt. Boah, da hinten hat es geblitzt irgendwie. Da rechts. Nein, es ist verschwunden. Nicht dein Ernst. Das kann nicht wahr sein. Kurz vorm Landen. Warte mal, sind die alle weg jetzt? Nee, die sind alle weg. Mundraub. Oder? Nee, warte. Nein, nein, nein. Ach nee, das ist wieder der blöde Vulkaneffekt. Scheiße. Das ist, wenn man ranfliegt. Ja, das ist vom Vulkan aus, weil der Vulkan das irgendwie dann immer wegmacht da. Das ist auch so ein Ding, das müssten sie eigentlich mal ganz dringend fixen. Was ist hier irgendwo? Ah, hier. Nee, das ist mein Tarpe Jara ist es. Ey, scheiße, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich sehe es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich nehme jetzt die anderen. Die sind wenigstens nicht, die verschwinden wenigstens nicht. Können die das bitte mal fixen, bitte? Dass man, wenn man an Vulkan ranfliegt, plötzlich die Loot-Drops nicht mehr sieht. Das ist so dämlich. Oder auch diese komischen Höhlengeräusche, die man da hört, die glaube ich auch nicht so wirklich sein sollen. Ich glaube, der schaltet da immer schon irgendwie in irgendeine Höhle um, wenn man da zu nah dran ist. Und dann wird alles, was außen dran ist, das sieht man dann nicht mehr. So, schnell, schnell, lande, lande. Oh, ein Pistolenblueprint. Ja gut, Pistole ist jetzt nicht so spannend, aber nochmal ein Schwert. Ah, da ist noch eins, da unten. Da müsste da hinten noch eins sein. 5 Stück sind hier runtergefallen. Das war jetzt gerade erstmal das eine noch. Oh, ja, Schuhe. Metallschuhe. Ja gut, ich sag's mal so, der Loot ist jetzt nicht exorbitant krass. Also, mit Glück kann man da bestimmt noch ein bisschen geilere Sachen finden. Aber so richtig phänomenal, spektakulär, ultra krass, mindblowing, heftig ist er jetzt nicht. Ja. Er ist gut. Es sind nette Ergänzungs-Items. Aber so ein krasser Burner ist es jetzt auch irgendwie nicht. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Aber schön, wie die so im Wald liegen. Das sieht cool aus. Gerade hier im Schneebiom sieht das nice aus. Das Geschenk hat ja sogar auch Schnee oben drauf. Ja, und diese komischen Boni da, die kapiere ich irgendwie nicht so ganz. Da muss ich mal nochmal mich reinlesen, was die genau bedeuten. So, das war's, oder? Ich glaube, eins müsste noch hier irgendwo sein.
Da vorne, oder? Da leuchtet, glaube ich, noch was. Ja, 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 da ist noch eins. Schnell, das schaffen wir noch. Das letzte Geschenk für heute. Zack, zack. Yes. Komm schon. Ja, ein Sattel. Ist es ein Araneo-Sattel zufällig? Das sah aus wie einer. War nicht jetzt kacken hier. Jetzt wollte er hier gerade wieder einen Haufen setzen. War das ein Araneo-Sattel? Journeyman Megalozo. Ah, Megalozo ist auch cool. Ja, gut. Hier ein grünes Schwert haben wir. Hier ein blaues. Das blaue ist aber irgendwie besser als das grüne. Also, ja. Ja, es ist so okayer Loot irgendwie. Jetzt müsste man noch mal genau klären, was man eigentlich mit den Zweigen so machen kann. Warte mal, was kann ich denn damit machen? Have you been nice? Have you been naughty? Crafting. Kann man damit irgendwas craften? Zufällig? Ach, Cosmetics. Guck mal. Earn XP from Alpha Creature when equipped. Ach, das muss ich anziehen. Okay, verstehe. Das muss ich anziehen. Und das Symbol, was bedeutet das Symbol dann? Ich schätze mal, je krasser das Tier ist, was da abgebildet ist, desto mehr kriege ich da dann bestimmt, oder was? Ist auf jeden Fall interessant. Aber hier sind zwei verschiedene mit verschiedenen Farben. Aber da steht überall Level 1. Ich wünsche euch an der Stelle noch einmal fröhliche Weihnachten, meine lieben Freunde. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, genau, oder nicht mehr hören sollten vorher. Und natürlich könnt ihr, wie gesagt, auch gerne beim 12-Stunden-Stream dabei sein. Am 27. Dezember wird es den 12-Stunden-Stream bei mir auf Twitch geben. Wenn ihr euch fragt, wie ich auf Twitch heiße ich genauso wie auf YouTube. Deswegen könnt ihr mich da relativ easy finden eigentlich. Und an dieser Stelle endet diese Folge Ark Survival Ascended. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Ark Survival Ascended, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele im Epic Store kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.